himmlisches Amulett und die klassische Trade-Verteilung. Und geht auch direkt los. Genau, ich mute die Musik und wir schauen rein in das Match. 8 Sekunden sitzt noch. Wir haben auf der roten Seite Boone, auf der blauen Seite TCG. Und wir starten den Shotcast und ich sehe sehr, sehr viel Rubber Banding wieder auf der Seite von ja, da, Boone. Da bleibt Zenzotex fragt auch Hellsafe direkt nach einem Reset, ob das vielleicht möglich wäre. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob da ein Okay gegeben wird. Ja, ja, das wird im Normalfall gemacht. Ja, ich denke auch. Ja, jetzt sagt auch jedes Team einmal bitte Reset. Die Leute gehen nicht wirklich weiter, das Match wird einmal neu gestartet. Oh, Boone hat bei mir schon einen Punkt. Das ist vielleicht ein bisschen voreilig. Nee, sie hat minus einen Punkt bei mir. Ah, jetzt. Okay. Jetzt haben sie 0 Punkte, okay. Es ist alles fein. Ja, Spudieren, kann ich dich jetzt noch fragen, wir haben noch Zeit. Was denkst du denn, wer wird dieses Match machen? Da ich ja letztes Mal immer so herhalten musste. Da du letztes Mal immer so herhalten musstest. Ich würd mir tatsächlich wünschen, dass Boone so ein Match mit nach Hause nimmt. Ich wollte jetzt fast sagen, alleine damit Hellseth nicht gewinnt, aber das wäre fies. Tatsächlich, realistisch gesehen, liegen, glaube ich, immer wirklich die besseren Karten noch bei TCG. Vielleicht haben sie einen moralischen Einbruch, nachdem sie ja jetzt die Schmach gegen die NAler so ein bisschen hinnehmen mussten gestern Abend. Das hätte ich aber auch nicht erwartet, also wirklich. Aber vielleicht hat das endlich mal Motivation für TCG gegeben, dass sie sich nicht so ganz so hochsetzen und sagen, ach, Training, wer braucht das überhaupt? Das wäre tatsächlich mal eine Überraschung. Wünschenswert. Vielleicht die größte Überraschung in der PvP-Szene. Das stimmt natürlich. Da wären wir auch mal sehr dankbar drum. So, jetzt haben wir übrigens auch Ingame-Sound. Das hatte ich nämlich bis gerade auch noch gemutet. Skype hat irgendwie alles bei mir gemutet vorhin. Ich habe auch eine Zeit lang Sam nicht mehr gehört. Das sollte jetzt alles wieder funktionieren. War sogar gut, dass wir also diesen kleinen Fehlstart hatten. Ja, was Nixon da gerade im Chat übrigens angesprochen hat mit den ganzen Disconnects und Lags, die wir in letzter Zeit haben, das ist, glaube ich, wirklich schlimm geworden durch den letzten Feature-Patch am 9.9., oder? Also gefühlt ist es dadurch so ein bisschen schlimmer geworden. Es kann möglich sein, ja. Keine Ahnung, wann, wie und wo das behoben wird, aber das sollte tatsächlich gerade so im Hinblick auf World Tournament Series und Co. irgendwann mal behoben werden. Grouch hat mir auch mal gesagt, dass sie nicht so direkt wissen, woher das Ganze rührt. Dementsprechend, ja, werden wir uns vielleicht noch ein bisschen gedulden müssen, bis wir Fixes in dieser Richtung bekommen. Ich habe gerade mal in das Bracket geschaut. Wir werden wahrscheinlich mit dem Sieger dieses Matches dann auch im Halbfinale weitermachen, weil die auf 55 HP treffen, die da einen Free-Win bekommen haben. Und deine Jungs müssen ran gegen Plastic Fantastic. Wie schätzt du das ein? Wenn Levin auf Krieger ist und Tami, also unser Ranger auf Guardian, wer weiß. du klingst ja optimistisch. Ja, total. Also, das wird ein 500-0 Storm. Aber ganz sicher nicht. Okay, wir sind wieder auf der richtigen Map, warten tatsächlich dann jetzt noch auf die Ready-Ups und legen hoffentlich gleich los. Warum hast du dich noch immer keinen Twitter-Account? Ich sehe das gerade im Overlay, ja. Ich habe einen Twitter-Account, tatsächlich. Habe ich dich nicht beim letzten Mal danach gefragt und du konntest mir keinen nennen? Nein, hast du tatsächlich nicht. Oh, dann schäme ich mich. Dann ergänze ich das nachher nochmal. Ja. Aber da ist auch noch nicht viel drauf, also ganz neu, ganz frisch. Weil ich ja jetzt so ein paar Projekte quasi gestartet habe und ich fand, Twitter war da, glaube ich, nicht so eine schlechte Wahl. Facebook mag ich nicht so gerne und ja, mal gucken. Okay, dann gehen wir jetzt aber in unser Viertelfinale vom 51. ESL Weekly Cup. Wir haben auf der roten Seite noch immer Boone und auf der blauen Seite noch immer TCG. Und wir schauen jetzt gleich in die Splits. Es sieht so aus, als würde Boone tatsächlich komplett nur zum einen Close Point und Richtung Mitte eröffnen. TCG tut das gleiche. Sizer wird da im Stealth Richtung Mitte laufen, aber vermutlich nicht crossen. Vor allem nicht, wenn er da zwei, drei Leute
durch diesen kleinen Engpass laufen sieht. Das heißt, tatsächlich werden wir das erste große Aufeinandertreffen in der Mitte haben, während Tagsby und Fake außen die Close Points cappen. Ja, man sieht ja auch, dass die Teams schon mal mit Denji erstmal auf die Mitte gehen, um erstmal zu schauen, dass da kein Moor kommt und oh mein Gott, Tate schon down, das geht aber flott. Ja, da war der Moor an der richtigen Stelle von Sensotix, der allerdings auch down gegangen ist hier. Jetzt wird auf beiden Seiten gestompt und Sensotix ist tatsächlich der Erste. Nein, Sensotix steht wieder. Der wurde rechtzeitig gerissen. Ja, und Tate will auch wieder, aber oh Gott, ne. Sizer, Denji, Tate mussten alle mit dem Leben bestrafen dafür. Ja, wir haben jetzt und da kam der Ritz nicht durch. Komplett Wipe von TCG. Oh, ja. Denji hat sich nochmal mit dem Portal hier Richtung Close Point gerettet, wird sich da hochregen. Wenn Sensotix da nicht schnell genug ist, um eben genau diesen Rest hier zu unterbrechen, Hellseth kommt noch mit dazu. Ich glaube tatsächlich, mit Hellseth sollte der Rest hier auf Denji kein auf großes Problem Fall. Sein. Aber sie haben halt den Midfight verloren. Das heißt, wir haben einen Early Midcap hier für Boon. Allerdings auch der Decap auf dem Close Point von Boon, das ist hier drüben die Mine. Da hat Tagsby den Decap bekommen gegen Fake. Ja, vom weiteren Verlauf sehen wir Sizer, der sich Richtung Mitte bewegt so ein bisschen und schaut, ob da auch wirklich noch Leute von Boon auf dem Punkt stehen. Venturi und Sensotix sind beide. Der probiert jetzt da Sensotix auch direkt rauszunehmen und ein bisschen down zu bursten. Hat viel Damage auf den Messer bekommen. Aber der hat halt Venturi noch bei sich. Das heißt, ich glaube nicht, dass das sehr erfolgreich wird. Wobei Sensotix sehr, sehr low ist. Jetzt springt Sizer tatsächlich nochmal drauf. Er geht da das 2 gegen 1 gegen Boon und kriegt jetzt Unterstützung von Hesse. Ja, währenddessen auf Farm muss sich Tagsby da gegen eine Menge Leute durchsetzen. Versucht da so ein bisschen noch zu überleben. Aber es sieht gerade wirklich nicht gut für ihn aus. Der Punkt ist auch immer noch gecapped. Und ja, das sieht im Moment sogar recht gut für Boon aus. Also... Ja, wobei jetzt in der Mitte die ersten Zerfallserscheinungen kommen, zumindest aus Sicht des Mesmas. Sensotix ist wirklich komplett down gegangen, also dieser 2 gegen 1 Gage von Sizer hat sich hier tatsächlich bezahlt gemacht. Jetzt ist natürlich der Rest so ein bisschen nachgerückt. Denji ist hier, Hellseth ist hier, Tage ebenso, der probiert Venturi hier zu stompen. Da hätte Denji ihm fast einen Strich durch die Rechnung gemacht mit diesem kleinen Knockback hier. Aber Stomp ist durchgekommen, Kayun jetzt ebenfalls down und wenn der Guardian das liegt, war böse. Glaube ich tatsächlich nicht, dass hier noch groß gegen vorgegangen werden kann von Boon. Er fällt, probiert es nochmal und stellt sich da tatsächlich auf den Punkt drauf in einem 2 gegen 1. Ich weiß nicht, wie lange er das halten wird. Hellseth hat ja auch noch ein Portal stehen. Nutzt das Portal in genau diesem Moment, um dann tatsächlich hier Fake down zu bursten. Geht auch durch das Portal wieder raus? Nein, er bleibt erstmal in der Mitte und kümmert sich darum, dass der Punkt geklärt wird. Ja, Sensotix ging währenddessen in die Mitte, wurde direkt von Sizer auch abgefangen und dann startete da so ein kleines 1v1. Jetzt hat Sensotix aber das Portal benutzt, um sich erstmal wieder rauszuziehen, aber ich denke mal, Sizer wird da nicht lange fackeln. Doch, nein, stattdessen geht er jetzt erstmal in die Mitte, versucht da gegen Venturi sich durchzusetzen. Und geht jetzt raus. Jetzt ist er so ein bisschen jetzt auf Sensotix Jagd. Genau, und jetzt haben wir ihn nämlich schon wieder. Er springt ihn da sofort an, jetzt kommt auch noch Tagsby dazu, das wird brutal. Für den Messer von Boon. Ja, und da liegt er auch schon, da kann er dann nichts mehr weiter tun. Aber Chosen probiert so ein bisschen die Situation auszunutzen, hat sich hier vom Beach Richtung Erdwerk bewegt. Wenn er da jetzt natürlich den Decap hinbekommen würde gegen TCG, das Venom hätte sich das fast könnte. Gelohnt. Ja. Ja, das ging sogar ohne Venom noch durch. Und jetzt zieht sich Chosen natürlich direkt raus, weil gegen so einen Engineer möchte man ja nicht unbedingt gerne kämpfen. Vor allem, wenn Sizer noch mit dabei ist. Hat er sogar sehr, sehr schön das Basilisk Venom in Kombination mit Clusterbomb genutzt, um Chosen Sin da sogar im Shadow Refuge noch kurz zu stunnen. Ansonsten, großer Teamfight immer noch in der Mitte. Der Punkt, der immer noch neutral ist, seitdem da Sizer diesen einen Engage durchgezogen hat, ist aktuell der einzige Punkt, der permanent umkämpft ist. Und Boon halt mit der ganz, ganz leichten Führung, aber ich sag mal, 25 Punkte ist nun wirklich nichts, worauf man sich zu sehr ausruhen sollte. Venturi wird jetzt so ein bisschen den Close-Point-Defender übernehmen, Chosen Sin und Sizer behaken sich hier unten so ein bisschen am Beach. Das ist das One-on-One, das Backpack nicht bekommen hat beim TOG, was er so gern gehabt hätte. Und der Rest konzentriert sich so ein bisschen auf den Fight in der Mitte. Ja, der Fight ist auch im Moment wirklich noch in keinem Favor. Also
Denji ist jetzt hier extrem low gegangen, kann sich aber mit den ganzen Ele Heals sowie Guardian Heals schnell wieder fast auf 100% bringen. Und währenddessen, oh, jetzt geht Kayu natürlich ganz schön low, hat auch nichts mehr ready, so wie ich das sehen kann. Kann auch gerade so durchhalten und jetzt wird er wahrscheinlich auch gleich fallen. Renewed Focus ist auf 3 Sekunden. Wenn er diese 3 Sekunden Ja. überlebt, dann Und hat sein er Block ist auch tatsächlich noch wieder eine ready. Chance. Tatsächlich hat er es noch geschafft. Es war allerdings sehr, sehr gefährlich hier für den Wächter von Boon. Oh ja, und Jetzt. dafür ist jetzt Fake Down gegangen, der dann quasi den Damage einmal fressen Oh, musste dafür. und Und die Moa! Moa. Und oh Gott, totale Zerstörung jetzt hier bei Boon. Dafür der Re-Engage so ein bisschen auf den Farpoint. Das heißt, sie geben Mitte auf zugunsten von einem möglichen Cap hier unten am Erdwerk. Und das, wo wir Chancen sind, und Sensu-Tix hier gerade zu holen. Und es sieht Sie haben. tatsächlich so aus, Sizer traut sich nicht auf den Punkt. Und Boon hält erstmal noch den Double Cap. Man kann es ihm aber gegen Mesmer und Dieb nicht gerade verübeln. Und jetzt geht hier tatsächlich Sensotix sogar mit einem Portal wieder Richtung Mitte. Denji steht ein bisschen abseits vom Punkt. Theoretisch könnte, ich weiß nicht, Sensotix weiß nicht, wo Denji steht. Könnte allerdings Sneaky da Decap versuchen. Geht Stealth auf den Punkt, aber entscheidet sich dann doch eher für das Duell. Ach, das ist gar nicht Denji, das ist Taxby, der hier in der Mitte steht. Tatsächlich haben wir jetzt bei TCG auch einen DC. Denji musste sich leider nochmal kurz verabschieden und ladet die Map quasi gerade nochmal neu, weil irgendwas mit seinem Internet heute nicht stimmt. Oh ja, und TCG muss sich jetzt erstmal mit 4 Leuten versuchen, wacker zu schlagen. In der Mitte sieht man jetzt einmal Taxby und Hellsafe, die da versuchen, Sensotix down zu bekommen. Und das sieht auch sehr gut aus. Da ist noch ein sehr langer Burning Tick. Aber Fake ist da und wir haben vor allem auch die Unsichtbarkeit hier gerade durch das Decoy auf Oh ja. Sensotix gehabt. Das hat ihm ein bisschen Zeit, ein bisschen Luft verschafft. Sind jetzt auch nur noch 5 Sekunden, bis er theoretisch wieder einen Heal ready hätte. Also aus der Nummer scheint Sensotix dann doch noch knapp rauszukommen. Wer aus seiner Nummer nicht mehr rauskommt, das ist Sizer, gerade hier am Erdwerk gestoppt worden. Sieht so aus, als ob Boon hier wirklich den Druck auf den Farpoint aufrechthalten kann. Und zusammen mit diesem gecappten Close Point wirklich so ein bisschen die Führung ausbaut und muss auch sagen, jetzt fehlt natürlich Denji. Fake Ja, nutzt auf das auch jeden ein Fall. bisschen aus, das muss man hier sagen, und macht außen Zwanje. Das würde er vielleicht nicht machen, wenn Denji noch da wäre, weil der Aber tatsächlich Druck machen könnte das auf die stimmt Main. natürlich. Im Moment hatte er ja keinen Druck durch Sizer, der kann einfach von diesem Fight jetzt nicht raus. Er muss wirklich auf dem Klaus bleiben und versuchen, da noch irgendwie was zu bewältigen. Tate steht jetzt auf dem Punkt drauf, Kayun ebenso. Also die beiden Wächter behaken sich da jetzt so ein bisschen, während eigentlich der Rest Offpoint stattfindet. Wir haben Chosen Sin und Sensotix jetzt hier beide im Stealth. Und da probieren sie auch Tate zu bursten. Und zusammen mit Kayun ist das tatsächlich gelungen. Jetzt ist der Wächter von TCG wieder down. Denji ist da, kommt aber vielleicht wirklich schon zu spät. Jetzt wird die Mitte hier von Taxby offen gelassen. Sensotix probiert davon zu profitieren. Hesed ist allerdings auch da. Das bedeutet, die haben wir gleich wieder ein Mesmer-1-on-1. Davor haben wir das Deep-1-on-1. Also tatsächlich viele 1 gegen 1 Situationen, wo natürlich TCG vielleicht durch individuelle Qualität ein bisschen was gut machen kann. Aber bisher hält alles gut vom Boden dagegen. Eben dann einmal von Fake, dass er AFK gehen wollte. Das war natürlich mächtig zu spät. Denji ist jetzt wieder gerade back in time quasi im Game und kann jetzt seinem Team wieder helfen. Der Close Point ist immer noch nicht verloren, aber sie müssen da jetzt natürlich noch viel bunkern, dass sie da irgendwie noch Ja, man muss auch andersrum sagen, er gewinnen ist auch nicht können. gewonnen, ne? Und das ist Nein, eben drum. das Problem für TCG gerade an der Im Stelle. Prinzip versuchen sie gerade wirklich nur zu bunkern und da wirklich immer wieder reinzugehen mit den Leuten und versuchen da irgendwie was zu töten, beziehungsweise den Punkt auch zu halten, aber wirklich gut funktioniert das natürlich gerade nicht. Wir Aber haben der Fight verlegt sich jetzt ein bisschen nach Fahr. Da haben wir jetzt sage und schreibe 6 Leute, die sich jetzt aber auch alle schon wieder rausziehen. Irgendwie sind das gerade alles so kleine Fights. Ja, es ist besonders diese 1 gegen 1 Situation. Chosen Sin und Sizer behaken sich, wie gesagt, schon eine ganze Ewigkeit. Sword Dagger hier gegen Dagger Pistol. Wer gewinnt da standardmäßig, deiner Erfahrung nach? Sword Dagger, weil du einfach mehr Fehler machen kannst. Bei Dagger Pistol ist schnell mal Schluss. Jetzt hat Sizer auch noch das Pech, dass Taxby hier mit dazu, Chosen Sin das Pech, dass Taxby mit dazugekommen ist. Und Sizer dementsprechend seinen Kontrahenten da gut down bekommt. Der wird auch das Giftfeld auf ihn gelegt. Chosen hat da keine Chance, wieder hochzukommen. Fake allerdings hält den Close Point. Da gibt es auch gerade keine wirkliche Aggression von TCG drauf. Sie ruhen sich ein bisschen zu sehr da so im Mitbereich aus, wenn ich ehrlich sein soll. Taxby und Denji verteidigen da eher so ein bisschen die Keep.
oder verhindern, dass Nachschub Richtung ihrem eigenen Closepoint kommt, aber währenddessen tickt Boone halt. Und zwar so sehr, dass es so langsam auf die Zielgerade zugeht. 413 zu 350. Viel fehlt da nicht mehr. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir einen Moor hier auf Kajun gerade am Farpoint. Nutzt da sehr, sehr schön das Terrain, um so ein bisschen dem Damage zu entgehen. Ich glaube tatsächlich, dass das Erdwerk der beste Ort ist, um gemoort zu werden. Ich glaube, eine Position, wo man mehr Damage umgehen kann durchlaufen, gibt's glaube ich nicht im Spiel, oder? Ja, auf jeden Fall. Du hast natürlich die ganzen Säulen, wo du dich rumziehen kannst, so ein bisschen den Fernkampf-Damage abhalten kannst. Man sieht jetzt auch hier, wie wirklich TCG einer nach dem anderen schon wieder fällt und sie scheinen wirklich diesen Punkt nicht gewinnen zu können. Und solange sie diesen Punkt nicht bekommen, ist es natürlich sehr in Favor für Boone. Hesseth hat es jetzt hier gerade nochmal probiert ein bisschen. Tate steht auch wieder auf dem Punkt drauf. Aber es ist halt wirklich so, dass das Erdwerk wird aktuell einfach nur auf Teufel komm raus neutral gehalten von Boone. Die Mitte ignoriert, solange bis halt zwei Leute auf Fire engage. Und das ist jetzt der Fall, da geht Chosen Sin einfach hier Richtung Mitte, holt die D-Clip und jetzt verschiebt dann Boone auch direkt. Venturi kommt mit dazu. Und ich glaube nicht, dass Hesseth da hintenrum schnell genug sein wird. Nutzt da den langen Weg hoch zum Keep, wird aber zu spät kommen, um den Cap da tatsächlich zu verhindern. Double Cap Boone bei 460 Punkten, das könnte schon die Siegesentscheidung sein, oder? Das könnte die Siegesentscheidung sein, das wird es wahrscheinlich auch, weil Close Point wird natürlich nicht gewonnen, das wird immer noch weiter neutral gehalten. In der Mitte versucht Chosen Sin jetzt einfach noch ein wenig durchzuhalten, zieht sich jetzt hier raus, während die Leute den Punkt nicht cappen können, weil sie natürlich Chosen noch ein wenig hinterhergehen. Und auf dem einzigen Punkt, den Boone noch gehört, steht Ventari jetzt, da kommt Fake noch rein, die werden jetzt einfach den Punkt aus Festungen, wie manche ja gerne Denji sagen. Denji ist schon wieder weg. Scheint nicht der Tag von Denji zu sein, tatsächlich, um den ESL Weekly Cup zu spielen. Umso ehrenvoller, dass sie es aber trotzdem versuchen. Ja, also kurzzeitig war Fake übrigens im Close Point Down, also ganz so sicher, dass sie den halten, war es tatsächlich nicht. Jetzt allerdings durch das Fehlen von Denji und vor allem durch das Respawn von Fake war keine wirkliche Chance mehr da, um den Punkt zu bekommen. Ja, war natürlich auch ein bisschen schade, dass Fake erst so spät angeboten hat, AFK zu gehen, weil sonst hätten wir natürlich hier mit dem 4 gegen 4 um einiges mehr machen können. So, was, wozu soll ich mich äußern? Ich gucke gerade ein bisschen durch den Chat. Das ist immer das Problem, wenn ich, weil normalerweise macht Domi immer so den Kamerateil und dann kann ich mich in Ruhe nebenbei ein bisschen durch den Chat lesen. Auf Twitter ist es tatsächlich WC51, ja. Ich ändere das einmal ganz schnell in unser Bot und gebe natürlich auch ganz schnell Boone diesen Punkt. Ohne Disconnect, jetzt mal nüchtern betrachtet, was meinst du? Hätte TCG das gewonnen? Oder wäre es ähnlich ausgegangen? Ich denke schon. Also, ich denke schon. Also, man hat schon gesehen, dass gerade zu der Zeit, wo Denji weg war, Boone ordentlich Punkte gemacht hat und natürlich auch die ganzen Punkte gecapped hat. Und man hat ja gerade auf dem Close Point gesehen, sie haben die TCG-Leute nicht wirklich wegbekommen, aber sie haben es auch natürlich neutral gehalten. Und sie haben dann einfach die Punkte in der Mitte für sich ticken lassen. Und hatten dann den Punkt Advantage mit dem Boss, den sie dann noch gemacht haben. Und natürlich auch den ganzen Decaps, die sie dann nebenbei noch ab und zu geholt haben. Okay, also Hellstaff hat auch gerade geschrieben, dass Denji das Internet nochmal restartet. Und dass sie versuchen allerdings trotzdem irgendwie einen Sub zu finden für Denji. Rom ist theoretisch eingetragen. Wer ist Slinger? Oh, der Name sagt irgendwas, aber ich weiß es gerade selbst nicht, was er spielt. Also, wenn ich die Klasse wüsste, ich glaube, dann würde er mir einfallen, aber jetzt okay. So auf Anhieb. Nee, weil das sind halt die Spieler, die gelistet sind für das Team TCG oder The Civilized Gentlemen. Hätten sie übrigens mit Roms Going to Jail, wären sie damit angetreten, hätten sie, glaube ich, tatsächlich mehr Spieler im Roster gehabt. So sind es tatsächlich nur Denji, Hellseth, Rom, Sizer, Tage, Taxby und halt Slinger gerade. Und du sollst übrigens die TOG-Befehle umändern, darum ging es, hat ja, jemand geschrieben. Ja, hab ich gerade gemacht fürs Twitter-Giveaway, habe ich das gemacht. Facebook mache ich gerade mal aus, weil wir kein
Facebook Giveaway haben. Und sonst noch irgendwas, was wichtig ist? Die Brackets sind. Ne, Brackets und Twitter Giveaway sind überarbeitet. Demnach müsste zumindest das jetzt alles passen. Ja, also erstes Match ging an Boon an dieser Stelle. Zweites Match, das wird sich jetzt hier gleich auf V-Fire entscheiden. Bis 2045 gibt Law uns Pause oder TCG-Pause, um Danche wieder reinzubekommen. Das heißt, wir haben 7 Minuten, die wir ein bisschen überquatschen müssen, Sam. Erzähl uns ein paar Geschichten aus ein paar MIM-Internas, die du eigentlich nicht erzählen darfst. Sowas entertaint die Leute. Das wollt ihr immer hören, ne? Tatsächlich könnte ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen. Ja, mach für, das. Die das kleinen Projekte, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich ja jetzt auf im Forum einen Post gestartet, wo ich Anfängern meine Hilfe anbiete. Wenn da irgendwer mal Bedarf haben sollte, schreibt mich einfach in-game an. Viele kennen es ja. Ansonsten schaut einfach ins in den Post. Ansonsten MIM, Sam. Immer da, bin ich immer da quasi. Ob es nur für kleine Fragen sind, ob ihr im 1v1 besser sein wollt, ob es ein komplettes Team ist. Instruktionen und so weiter gibt es alles in dem Thread, wenn ihr euch das durchlest. Schaut dann einfach mal vorbei. Ansonsten starte ich noch Projekte. Ich will jetzt noch einen Guide für Guardian machen. Ach, tatsächlich? Ein Videoguide? Tatsächlich, ein Videoguide, genau. So wie und also Ani? Weil dann würde ich mich anbieten. Bei der aber noch ein bisschen mehr perfektionistisch. Also, ich habe mir Azanis Guide auch angeschaut, aber da war mir so ein bisschen zu wenig drin. Da okay. Will ich dann, da will ich ein bisschen mehr ins Detail gehen auch. Wenn es dann auch ein bisschen länger wird, aber ja. Da quatschen wir gleich nochmal drüber. Okay, und ansonsten wollte ich auch noch einen Dodge-Guide machen für generell alle Klassen, so von den Skills, die man halt dodgen sollte, so diese wichtigsten. Die da und zum Beispiel von den wären? Sachen, von den Skills, die wichtig sind. Ja. Oder Pindown. Ja, zum Beispiel Pindown ist aber zum ganz gutes Beispiel ist immer Mirror Blade bei Mesmer, weil das immer so ein Combo-Starter ist für ein Mesmer und auch wirklich so viel Damage macht. Ja, und da werde ich dann auf jeden Skill einzeln eingehen und jeweils dann sagen, so quasi so eine Skala machen, ob man es dodgen sollte oder nicht, in welcher Reihenfolge halt. Und dann auch sagen, wo ihr vielleicht keine Dodge-Rollen für verschwenden solltet, wie ihr euer Movement machen sollt, dass man sich im Kreis bewegt, auch mal unbeabsichtigte, also Überraschungsmanöver macht, dass man auch mal nach hinten dodgt, nach links, nach rechts und so weiter und dass man halt aus so Sachen wie zum Beispiel Chaos Storm auch rausläuft und so weiter. Also so einen kompletten Moving Dodging Guide quasi. Okay, da bin ich gespannt drauf. Tatsächlich, also Sam, als großer Samariter, euer Ansprechpartner, wenn ihr neu im PvP seid. Ansonsten, jetzt habe ich Jochens Ingame-Namen nicht, für den Fall, dass ihr mal ESL Weekly Cup spielen wollt, das wurde mir von Jochen auch gesagt, versucht's ruhig. Ja, Dominik und ich haben immer das Team TDG tatsächlich gefeiert, so ein bisschen, weil sie trotz Niederlagen immer wieder gekommen sind und immer wieder versucht haben, gegen die Großen auch zu spielen. Das heißt, wenn ihr selbst mal ein bisschen euch im ESL Weekly Cup versuchen wollt, wenn ihr Glück habt, trefft ihr in der ersten Runde auf was anderes als TCG, MIM oder Boon. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr auch einmal gegen die ganz Großen ran. Apropos ganz Große, da geht es jetzt tatsächlich ins zweite Match. Wir wechseln wieder fix ins Ingame-Overlay. Und ja, wir haben auf der roten Seite noch immer Boon, die so ein bisschen mit Disconnects Glück hatten und das erste Match gewonnen haben. Auf der blauen Seite TCG. Schauen auch hier auf V-Fire wieder in den Split. Und sehen oben beim blauen Team Taxby Richtung Close Point. Der Rest orientiert sich da wirklich komplett Richtung Mitte. Sind sie Stealth? Wollen sie dann Moa Engage machen? Nein, sieht nicht so aus. Sind sie nicht. Boon hingegen allerdings sieht so ein bisschen so aus, als hätten sie das damit auftakten wollen, eben im Stealth. Vielleicht machen sie das auch noch. Ich habe mal so ein kleines Auge auf Tage, der hier sich direkt so ein bisschen rauszieht. Da wurde Denji wirklich hart gespiked, ist auf gerade mal 1000 HP gefallen, hat sich da dann sehr schön gerettet, hat noch nicht die Mistform gezogen, was ich ja sehr verwunderlich finde. Das ist ja immer so das Erste, was man dann sieht. Jetzt benutzt er die Mistform, versucht er wirklich noch so ein bisschen den Damage zu verlieren. Und Chosen Sin geht jetzt auch sehr low, geht down von Sizer, der eben die ganze Zeit hinterher springt. Und da kommen jetzt Retz-Versuche von Ventari, aber ja, das sieht gar nicht gut aus. Nee, tatsächlich nicht. Währenddessen halt wirklich die beiden Close Points gecapped für das jeweilige Team.
Und die 5-Punkte-Führung resultiert jetzt natürlich so ein bisschen daraus, dass es den ersten Stop gegeben hat. Hellseth droppt jetzt hier auf der anderen Seite bei TCG gefährlich low, konnte sich aber ein bisschen hochretten, hat ein bisschen Heilung da von Tage bekommen und jetzt auch die eigene Heilfähigkeit ab, sodass jetzt Ventari, der probierte ein bisschen offensiver zu engagen, direkt den Counterburst gefressen hat. Sensortex hat versucht, das Ganze so ein bisschen in Richtung Far zu bewegen, hat es allerdings nicht geschafft und bezahlt das Ganze jetzt sogar mit seinem Leben. Size war ihm dahinterher. Das Gift hat ziemlich lange da getickt und es wird versucht zu resen hier von Boon. Kayun, allen voran, hat sich darum gekümmert. Es tat da kam weh. Nämlich die beliebte Mirror Blade. Ja, und jetzt haben wir den Guardian down und wenn wir den Guardian down haben, dann ist das für den Teamfight immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. In der Zwischenzeit ist auch einmal der Punkt von Chosen Sin einmal decapped worden. Der versucht sich jetzt auch hier mit Sensotix in einem kleinen 2v2 gegen Hellseth und Sizer. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das ausgeht. Aber Sensotix ist ja schon gefährlich low. Ja, konnte da noch sein Heal durchbringen. Hellseth auf der anderen Seite allerdings auch nicht mit vollen Lebenspunkten hier am Werke. Stimmt natürlich. Also es wird spannend. Da will ich jetzt mal wirklich draufhalten, wer das hier gewinnt. Ja, in der Mitte haben wir nur kurz als Randbemerkung Fake bereits down, sogar gestompt. Und jetzt geht's hier auf den ganz, ganz gefährlichen Schulter zu. Hellseth hat nochmal die Heilability ready gehabt, ist jetzt da sehr, sehr schön über den Zaun gesprungen und hat sich damit ein bisschen Luft verschafft. Sensotix hat jetzt Gift-Ticken, sehe ich hier gerade. Und ich glaube, das wird ihm alleine jetzt zum Verhängnis. Ja. Liegt er jetzt im Downside? Es kam aber auch Tage dazu. Ja, leider muss man sagen, dass Tage, der Spielverderber war und natürlich dazu kam. Und da sein Team natürlich auch nicht supporten konnte. Aber schade auch, ich hätte gerne das normale 2v2 gesehen. Aber muss sagen, Boon hat durchaus von der ganzen Aktion profitiert, weil es halt auf einem gedeckten Punkt stattgefunden hat. Hellseth hat jetzt versucht, in der Mitte den Moor auf den Guardian anzubringen, hat das aber nicht geschafft. Trotzdem geht der Guardian hier gefährlich low und geht auch down gegen Denshi, Hellseth und Sizer. Hellseth zieht aber sich damit Battle Standard zurück. Von Fake in dem Moment und holt Kayun wieder nach oben. Chosen Sin allerdings war das nächste Fokus-Target und liegt da jetzt auf dem Punkt so ein bisschen im Downstate. Der kann natürlich dann nicht mehr gerest werden. Man hebt sich eigentlich sowas wie Battle Standards auch, glaube ich, ganz gerne für Diebe und Mesmer auf, weil es halt schwerer ist, die zu resen. Aber wenn ganz man den Guard down hat, dann hat das, glaube ich, trotz allem Priorität. Hellseth nutzt jetzt hier sehr, sehr geschickt, dass die Umgebung geht hier immer wieder Line of Sight und probiert trotzdem ein bisschen Burst Damage auf Sensotix zu bringen. Den interessiert das allerdings nicht. Der Counterburst, jetzt kommt Ventari von hinten, aber Hellseth kriegt nochmal soeben seine Heal Ability durch und da waren auch sehr, sehr viele Wasserfelder, die da geholfen haben. Ja, die AOE Heals von TCG sind natürlich gerade sehr, sehr schön. Sensotix ist jetzt kurz in den Downside gegangen. Oh, schon wieder. Und ich denke mal, das wird jetzt auch der Finish drauf werden. Die Teammates versuchen ihn auch nicht mehr zu retzen. Ja, und der dann ganze, ist wieder ein Mann weniger. Der ganze Vorsprung, den sich Boon eigentlich mit diesem Decap auf den Außenpunkten erspielt hat, ist wieder so ein bisschen darin verpufft, dass sie permanent in der Mitte gestompt werden. Eigentlich. Aber der Mittpunkt ist halt neutral. Das ist schon mal eigentlich eine Menge wert für Boon. Und sie haben halt immer noch diese ganz, ganz leichte Führung. Jetzt verschiebt sich der ganze Fight so ein bisschen da nach oben auf diesen kleinen Vorsprung. War es ein Versuch sogar von Danji da Richtung Far zu gehen. Und der wurde so ein bisschen interrupted von Boon, glaube ich. Aber jetzt haben wir Chosen Sin wieder down. Und wieder kurz bevor Sensotix in den Kampf kommt. Also es ist permanent dieses Boon spielt nur mit 4 Leuten eigentlich. Weil immer einer gestompt wird, kurz bevor der andere reinkommt. Man sieht ja aber auch wirklich den wunderschönen Fokus immer auf Chosen und Sensotix, die in der Zeit defensiv spielen müssen und natürlich auch kein Damage anbringen können. Das und jetzt haben wir Decap unten. Für TCG natürlich ein sehr großer Vorteil. Ventari hat jetzt den Decap. Nee, Sizer hat den Decap geholt, ja. Entschuldigung. Und Ventari versucht den jetzt irgendwie wieder zu vertreiben, aber ein Sword Dagger Deep sagt natürlich erstmal ganz viele Dodges an und verzieht sich erst danach. Erst dann, wenn Chosen Sin tatsächlich mit dazu kommt. Jetzt hat sich Taxby auch noch hierhin bewegt. Das heißt, wir haben auch noch einen Engineer, der so ein bisschen auf dem Punkt mit draufsteht. Und das ist nicht die beste Voraussetzung, um den Punkt zurückzukommen. Auf der anderen Seite hat, glaube ich, auch Sensotix probiert, da einen Decap anzubringen. Wurde allerdings von Denshi und dem Fiery Greatsword so ein bisschen unterbrochen. Hat das Portal genutzt, um wieder Richtung Mitte zu wechseln. Und da Kayun ein bisschen unter die Arme zu greifen. Aber jetzt tickt natürlich der Wasserfall brutal für TCG. Und man sieht jetzt auch, dass hier Taxby versucht, Ventari in der
auf dem neutralen Punkt zu töten. Sieht auch ziemlich gut aus für ihn. Oh, da kam der Knockback Da von kann er, Vettori. da kam er aber tatsächlich nicht mehr rechtzeitig auf den Punkt und hat ihn komplett cappen lassen. Trotzdem wird Ventari jetzt vermutlich sterben, so wie seine Conditions ticken und er wirklich nur noch mit 1 KHP. Da hat er sogar noch das Heal-Seal durchgebracht, um sich gerade noch so zu halten, hat schon wieder das Wasser-Attunement da. Und sehr gute Plays gerade bei Ventari, das muss man echt sagen. Ja, aber er wird Aber da trotz liegt er allem droppen. trotzdem. Ja, es fehlte dann so ein bisschen Sustain zum Ende. Aber er hatte den Punkt immerhin kurzzeitig wieder gecapped und wir haben auf der anderen Seite dann auch wieder Decap von Zenzotix hier am Waterfall gehabt. Da jetzt das 1-on-1 gegen Sizer gerade. Also zurzeit gar kein tickender Punkt. Das wird sich gleich ändern, weil Taxby unten den Quarry bekommt. Aber an sich ist hier Boon auf jeden Fall noch lange nicht draußen. Nur verlieren sie halt aktuell die Fights. Und das ist so ein bisschen das, was halt auf Dauer an der Stärke, an der wirklichen Personenzahl von Boon immer wieder zieht. In der Mitte haben wir Kayun, den Wächter gerade im Downstate. Ist das das erste Mal die Chance, dass TCG hier den Mittpunkt bekommen könnte? Nicht ganz. Ventari ist noch da. Verzichtet gerade darauf, den einen Close Point wirklich zu engagen und probiert die Mitte neutral zu halten. Aber wenn wir uns, hoppla, wenn wir uns das Ganze anschauen, Da wirklich ist gut Fake sieht das sogar nicht aus. mit dem Fury Greatsword, das Ventari wahrscheinlich vorher gelegt hat, einmal wieder auf die Mitte gekommen, hat die Mitte damit auch wieder gut neutral gehalten, weil Hesef erstmal in den Stealth gegangen ist. Aber auf Wasserfall sieht das natürlich wieder für einen Gewinn für TCG aus. Und jetzt mit dem Doppelcap und dem Druck auf der Mitte haben sie natürlich alle Fäden in der Hand. Doppelcap ist es nicht mehr, weil Venturi gerade runter zum Quarry gerusht ist und da ein Ticken schneller war als Taxby. Allerdings hat er Tage und Taxby eben gegen sich und ich glaube nicht, dass er das lange neutral halten wird. Er hängt jetzt so ein bisschen davon ab, was in der Mitte passiert und so gerne ich positive Nachrichten für Boon verkünden würde, so trauriger ist halt der Stomp aktuell auf Chosen Sin und das bedeutet auch hier wieder Unterzahl Boon gerade in der Mitte. Da ist Denji aber leider wieder disconnected und jetzt könnte es schon wieder anders aussehen, wenn sie diesen Vorteil quasi direkt wieder ausnutzen. Ich lese gerade, die Hesef beschwert sich da gerade auch wieder lautstark im Chat über den Disconnect. Diesmal sieht es nicht so aus, als ob jemand von Boon hier AFK gehen möchte. Ich glaube auch nicht, dass Fake in der Lage ist, da gerade AFK zu gehen mit seinen 50 Lebenspunkten. Vielleicht jetzt, wo er da komplett gestompt ist, aber in der Zeit nutzt halt einfach Chosen Sin, die Gunst der Stunde, und holt sich hier aus dem Komplett-Cap auf dem Waterfall. Das heißt, wir haben jetzt den Cap auf dem Waterfall, den Decap auf der Mitte und vor allem auch immer noch den Decap hier unten auf dem Quarry. Oh, Jetzt ist hiermit, wo ich das aber sage. die Mitte gekappt worden. Ich denke mal, Boon wird jetzt einfach den Vorteil genutzt haben, wird den Punkt einfach fallen lassen und wird sich dann bei Ventari auf den Close Point erstmal konzentrieren, dass sie den gewinnen. Ja, wobei Sensotix halt wieder auf halbem Wege Richtung Close Point bereits komplett down gegangen ist und auch Chosen Sinn hier ein bisschen aufpassen muss. Es pusht jetzt ein bisschen was von TCG hier mit auf den Quarry und tatsächlich geht auch Sizer in das 1-on-1 um mit Fake am Waterfall. Scheint er also gerade sehr, sehr confident zu sein. Okay, kriegt jetzt die Unterstützung von Hellseth rein und sie probieren es zusammen als Pain Train, wie Dom und ich immer sagen, gegen Fake und Kayun. Rotiert er jetzt auch so ein bisschen hoch, um seinen Warrior zu unterstützen. Ich glaube, oh, sie probieren Ein jetzt so ein Portal bisschen wurde zu genutzt. rotieren und jetzt eine Überzahlsituation hier unten am Quarry zu forcen. Aber Oh, Chosen aber. Sin erwischt das Sizer. Ja, sogar sehr gut. Und Sizer ist jetzt auch wirklich so wenig AP, geht dann auch down. Da versucht Hesef dann noch den Rest zu kriegen, aber keine Chance Oh, gegen der droppt Mesmer da und selber Deep. fast. Oh ja. Er hat es noch mit der Unverwundbarkeit versucht, die hielt aber nicht gerade lange an, weil die ganzen Idos gestorben sind. Und jetzt wird wahrscheinlich Hesef auch das Zeitliche segnen. Ja, da Ja. kam tatsächlich die Kugel vom Guardian, die ihm da den Rest so ein bisschen hier an der Seite gegeben hat. Das ist natürlich wichtig für Boon. Die Stomps auf die beiden Damage-Dealer plus den Versuch, den einen Close Point zurückzubekommen. Oder ist ein Moor auf Tage direkt gesetzt worden von Zenzotix. Aber auch der nutzt hier wieder sehr, sehr schön die Umgebung. Nutzt sehr, sehr schön die Möglichkeit, unten entlang zu laufen und so dem Damage zu entgehen. Sie haben Hesef aber trotzdem wieder hochbekommen, wenn ich das richtig sehe, oder?
Der ist so schnell nicht wieder hingekommen. Wurde wieder hochgeholt, das sogar mit einem ganz normalen Ratsversuch. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum der da durchgekommen ist, aber naja, Sensortex ist jetzt hier im Downstate, wird wieder versucht gerettet zu werden, aber das sieht wieder nicht gut aus. Da lassen die Teammates auch das Ganze sein, bevor sie wieder einen Komplett-Wipe hier Ja, ist glaube ich mitnehmen auch müssen. besser gegen Shatterm Auf erstmal jeden und da Fall. wir Dagger Elemental ist, da war halt sehr, sehr viel Damage auf die Leiche und dementsprechend nicht wirklich eine Chance, da einen Rest anzusetzen. Hesiod nutzt jetzt hier sehr, sehr schön auch wieder diesen Punkt hier oben, um von da aus auf den Punkt zu damagen, ohne direkt das Fokus-Target zu werden, aber auch sehr, sehr gut dagegen reagiert von Venturi. Und somit Hesseth jetzt wieder ganz unten. Probieren Sie da jetzt sogar zu einem Lord Rush anzusetzen? Oh ja, da ist ein Portal von Hesseth. Und das. Ah. Er geht aber selber down. Denshi muss jetzt gucken, bis er einen Rest Ob das ansetzt. jetzt so eine gute Idee war, ist natürlich fraglich. Ja gut, mit Tage und Denshi werden Sie vermutlich Hesseth hier aber wieder hochbekommen. Ja, aber trotzdem wird der Druck auf dem Team weiter bleiben. Und die Leute können sich jetzt erstmal in die Base zurückziehen, sich kurz wieder fangen und dann gleich mit einem Spike wieder ansetzen. Okay, Danshi pusht voran. Also sie haben die Tür auf jeden Fall offen. Da waren sie sehr, sehr Oh, zügig und unterwegs. da wurde Sensotix von Hellsafe einmal full spiked, ist dann direkt in den Downside gegangen, ohne Umwege. Und der Stomp wird da wahrscheinlich auch durchgehen. Nein, doch nicht, er wird geratzt. Ja, und das Und könnte jetzt jetzt schon der beginnt so ein Genickbruch. kleiner Teamfight Ja, das könnte in der der Genickbruch Base. für den Lord Rush auf jeden Fall sein. Aber es profitiert Boon nicht wirklich davon. Sie vertreiben jetzt TCG aus der Base. Die haben allerdings Double Cap von diesem Lord Rush Versuch davongetragen, weil eben der Quarry in ihre Hände gekommen ist und die Mitte sowieso in ihren Händen war. Jetzt müsste vielleicht mit einem Counter Lord Rush hier begonnen werden aus Sicht von Boon, um vielleicht noch das Match hier zu gewinnen. Fake allerdings kann nicht wirklich vom Waterfall weg, weil halt noch ja, 40 Punkte Oh, fehlen. und da ist Hesef down, der von Sieve und Mesmer Pain Train quasi umgerannt wurde. Wir müssen Da auch ein wird bisschen auf auch die kein Zeit Ratsversuch schauen, gestartet. übrigens. Richtig, 1 Minute 45 ist das Spiel noch und das könnte tatsächlich an der Zeit dann vorbeigehen. Also, wenn Boon hier noch ein Comeback starten will, müssen sie wirklich zum Lord und den am besten ganz, ganz schnell umhauen. Venturi probiert das hier scheinbar, öffnet jetzt das Haupttor hier, hat aber Danshi im Nacken. Das heißt, TCG weiß, was hier passiert. Oh, sie setzen wieder ihrerseits zum Lord Rush an. Sind da auch schon relativ weit. Das hätte ich hier fast übersehen, dass sie da doch nochmal reingelaufen sind. Ich habe den Lord kurz ins Target genommen. Sensotix ist zur Defensive hier. Ansonsten, Tex, ist Tex wieder ganz alleine? Taxby ist ganz alleine, hat schon mal die ganzen Creeps erledigt, hat den Lord ordentlich runtergehauen, aber Sensotix konnte ihn dann quasi vom Finishen abhalten. Ja, und Taxby jetzt. ist jetzt auch im Downstate und wird da wahrscheinlich dann auch von Sensotix gestompt. Ne, mittlerweile hat Boon sich jetzt 2 Punkte geholt, plus den Quarry. Ich denke mal, TCG wird die Zeit im Auge behalten und einfach versuchen, dass da kein Lord Rush durchkommt, weil dann wird die Zeit es entscheiden. Mit einem Lord Rush könnten sie es tatsächlich klammern. Ich bin gerade überlegen, 40 Sekunden, das sind 20, das sind 40 Ticks mit 2 Punkten. Das reicht nicht. Das reicht 40 nicht, Ticks bis. würden tatsächlich nicht reichen, um das Match hier zu gewinnen. Das heißt, der 3-Cap müsste her. Der kann aber nicht kommen, weil Chosen Sin unten das Duell am Quarry verloren hat. Sensotix zieht sich jetzt hier auch wieder raus. Venturi kann vielleicht den Cap verhindern. Ne, probiert es gar nicht erst. Probiert gar nicht erst den Cap zu verhindern. Jetzt sind es nur noch 18 Sekunden. Einen Lord Rush werden sie auch in 18 Sekunden tatsächlich nicht Leider nicht mehr schaffen. schaffen. Und dann geht Ich diese denke Runde mal, hier Boon hat an. hier die Zeit gar nicht mehr im Auge. Weil sie hätten wirklich auf einen Lord Rush erpichen müssen, auch wenn es daneben gegangen wäre. Ich meine, groß zu verlieren hatten sie da ja nichts mehr. Ja, sie waren ja schon so im Bereich, dass sie am Ende auf 470 Punkte kommen. Also ich glaube, es war 320, glaube ich, als Taxby diesen, ja, ich nenne ihn jetzt mal Amoklauf in der Base da probiert hat im Alleingang. Und 320 Punkte plus 150 wären halt 470 gewesen. Das hätte tatsächlich jetzt, wenn man nach der Zeit geht, gereicht, um das Match zu gewinnen. Also da hätten sie vielleicht wirklich, anstatt, ja gut, hätten sie natürlich Sensotix jetzt nicht zurückgeschickt zum Close, hätte Taxby vielleicht den Lord Kill bekommen oder sehr wahrscheinlich den Lord Kill bekommen. Das heißt, es fehlte so ein bisschen das Portal Play, mit dem ihr ja beim TOG so positiv aufgefallen seid gegen PBJT im Ja, und das ist ja unser Match. Steckenpferd, der Lord Rush, das haben wir ja, denke ich mal, schon recht drauf.
Und das rettet uns auch wirklich relativ oft verlorene Matches. Sam, schreib mal ganz kurz was in den Twitch-Chat, dann gebe ich dir Modrechte. Selbstverständlich kannst du die haben. Wenn Asani welche hat, dann kriegst du auf jeden Fall welche. Und nur noch mal zur Info, ich habe noch mal den Link zu dem Post einmal in den Twitch-Channel gepostet, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Genau, das ist dein Anfängerprogramm oder was war Genau. das? Ah, okay. Ja, und dann gehen wir Über da den Guide kurz. wolltest du ja noch mit mir spielen. Richtig, ja. Und dann gehen wir jetzt ins dritte Match. Richtig, also wir hatten das erste Duell auf Niflhel ging so ein bisschen an Boon. Vor allem haben sie profitiert natürlich durch den durch die 2-3 Disconnects, die Denshi da während des Duells hatte. Auf der anderen Seite jetzt nur ein Disconnect und dann auch in der Situation, wo TCG sogar schon ahead war, da hat man gesehen, dass da vielleicht doch noch der Vorteil leicht beim blauen Team liegt. Wie sieht das ja aus auf Kylo? Ich weiß ja nicht, wie sehr du dich mit den Teams im Speziellen auf einer Map auskennst. TCG hatte aber zumindest gegen die. War das gestern gegen die Amerikaner? Probleme. Ja, ich glaube, es war gestern gegen die Amerikaner Probleme hier auf Kylo. Man muss einfach dazu sagen, amerikanisches Play ist natürlich unglaublich chaotisch. Du kannst niemals sagen, was sie als nächstes tun. Und man kann da auch immer schlecht drauf reagieren. Und gerade auf so einer Map wie Kylo ist das natürlich fatal. Wenn da jemand wirklich mal losgeht, das Trap repaired oder es einfach benutzt, kann das alle Fights entscheiden. Beim Trap ist ja wirklich das Schlimme, dieser Überraschungseffekt, wenn man es nicht hört, nicht sieht und dann auf einmal so ein Schuss reinkommt, dann ist ein Dieb fast instant down. Beziehungsweise, wenn da ein Retzversuch gestartet wird, fressen alle diesen Trap-Schuss und das kann natürlich äußerst fatal sein. Ich denke mal, TCG spielt auf dieser Map sehr defensiv, meist ohne Trap. Oft einfach, dass sie nur das gegnerische Trap kaputt machen und in die Teamfights gehen. Ist an sich nicht schlecht, weil man muss natürlich auch immer bedenken, man beim Trap ist, hat man eine Person weniger im Teamfight. Und wenn das Treppen gut ausgedodgt wird, kann das natürlich auch ein großer Nachteil sein. Definitiv. Andererseits kann man natürlich damit auch Dodge-Rollen rausholen und dann bessere Spikes anbringen etc. Also, es ist immer schwierig mit dem Trap zu arbeiten, aber wer das auf dieser Map gut hinbekommt, der kann sich auf jeden Fall einen verdammt guten Vorteil erspielen. Ich kenne das noch aus eigenen Matches, wo ich glaube ich mit Moby oder Sani damals gespielt habe. Und von den Famous Five wurden mir einfach zerlegt, weil die koordiniert mit dem Trap gearbeitet haben. Ja. Wir werden sehen, wie das hier genutzt wird von Boon und oder von TCG. Es scheint aber so, als würden beide tatsächlich auf jegliche Trap-Action zu Beginn verzichten. Keiner der Messmer, was man so standardmäßig sieht, setzt sich an ein Trebuchet. Venturi kriegt sogar den Uncontested Cap, während Denshi sich gleich so ein bisschen hier mit Fake auf dem Close Point auseinandersetzen muss. Allerdings kommt Sizer direkt zurück und probiert da so ein bisschen zu helfen. Ebenso Hesseth. Hesseth hat da ein Portal benutzt, um sich scheinbar aus der Mitte wieder rauszuziehen. Und hat da scheinbar sehr, sehr viel Damage gefressen. Genau, er hat einen Spike von Chosen Sin einmal abbekommen und muss sich jetzt erstmal so ein Stückchen rausziehen. Oh, geht aber dann Finde ich sehr hintenrum interessant, zurück, dass sie hier ne? mit Fake pushen, weil so ein Krieger ist ja nicht gerade 1v1 stark gegen einen Ele. Aber die Entscheidung war bisher ganz gut. Sensortex ist dazu gekommen, Chosen, der hier versucht einfach Sizer zu kontrollieren und Denshi, der natürlich gefährlich low geht. Ja, und vor Aber allem. in der Der Punkt immer noch neu in Neutral. Genau, aber Hastef hat es jetzt geschafft mit seinem Portal Play. Erst nicht nur zu disengagen, sondern auch einmal sogar fast den Full Cap. Er kriegt sogar den Full Cap gegen Ventari hier auf dem Close Point von Boon und wird sich jetzt hier in einen 1v1 gegen Ventari trauen. Na, tatsächlich ist Hesseth bei mir übrigens nicht sichtbar. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das für ein Grafikbug ist. Ist Okay. allerdings sehr, sehr unterhaltsam, weil man halt dann den Wann in den Namen sieht. Ja, es sieht so ein bisschen aus, als hätte TCG sich auf den Close Point stabilisiert, dadurch, dass Taxby zurückgekommen ist, um hier so ein bisschen die Mansion zu verteidigen. Also wir haben zwischen Venturi und Hesseth, zwischen doch Venturi und Hesseth hier oben noch immer das One-on-One. Jetzt wurde Moa genutzt, um da Ventari ein bisschen unter Druck zu setzen. Er nutzt aber auch hier wieder die Umgebung und hat jetzt Chosen Sin mit dabei, um da Hesseth down zu bekommen. Der droppt da auch gefährlich low, hat noch 200 Lebenspunkte Gift drauf. Das würde er hier der ständig überleben. Jetzt sollte aber einer der beiden zurückgehen und den Punkt tatsächlich decappen,
und nicht nur da Damage auf Hellseth bringen. Okay, oh, tatsächlich ja, Hellseth war Hellseth down zu bekommen. Down gegangen. Ja. Man hat, manche haben ja auch so ein wenig Hass, den sie gerne versprühen möchten. Ja, wir haben auch die wir haben die Menschen auf der anderen Seite jetzt gecapped für TCG, die halt durch diesen Decap von Hellseth, beziehungsweise den Fullcap von Hellseth, sich leichten Punkte Vorsprung hier aufgebaut haben. Und es sieht so ein bisschen aus, als würde sich jetzt hier auf die Mitte konzentriert werden von Boon. Tage wurde da vom Punkt geworfen und Kayun hat so ein bisschen Luft zum Atmen bekommen, was den Midfight angeht. Und jetzt zieht auch so langsam TCG nach. Es kommen Trebuchet-Shots von der blauen Seite. Es ist da also Hellseth, der sich jetzt ans Trap begeben hat. Ja, aber jetzt sieht man ganz schön, wie Boon natürlich das Trap gerade gut umspielt. Sensortix und Chosen stehen beide an der Seite, versuchen einfach mit Range da reinzugehen, während Kayun einfach die Trap-Schüsse in der Mitte dodgt. Und das ist natürlich das Problem. Hellseth könnte jetzt in Midfight natürlich sehr, sehr viel unternehmen, könnte Sensortix oder Chosen downbursten. Und, sag ich mal, verschwendet natürlich jetzt auch seine Zeit am Trap. Was, apropos Chosen und Sensortix, die beiden haben sich inzwischen rausgezogen und wollten hier einen Decap auf die Mansion bringen. Tatsächlich ist das allerdings nicht wirklich gelungen. Ah, beide aber gründlich in die Hose gegangen. Ja, Sizer und Denshi waren schnell genug hinten dran und haben sie zudem hier komplett gewiped. Und jetzt sieht sogar so aus, dass Venturi hier auf der Mitte gelassen wird und Kayun tatsächlich zum Close Point rotiert. Und Venturi hat natürlich jetzt viele, viele Probleme hier gegen Sizer, Tage und Taxby. Geht er den Downstairs, wird wahrscheinlich gleich nochmal die Vapor-Form benutzen, wenn zum Stomp angesetzt wird, um so ein bisschen den Cap hinauszuzögern. Aber viel mehr wird er in der Mitte tatsächlich nicht machen können. Jetzt wird von Sensortix auf der anderen Seite auf die Mitte mit dem Trebuchet geschossen. Das verhindert zumindest hier eventuelle Stomps ohne Stability. Aber viel mehr gewinnen sie dadurch auch nicht. Taxby hat jetzt das Elektra S benutzt, um einen Trap zu dodgen. Tage kam bisher mit jedem Trap-Schuss locker klar. Ich finde es auch interessant, wie die Leute im Moment alle am Splitten sind. Wir hatten noch keinen wirklich geregelten Teamfight, sondern immer Outnumbering Situation, die hier von allen Punkten ausgehen. Sensortix versucht jetzt da den Decap auf den einzigen gecappten Punkt im Moment zu holen. Hat das auch geschafft. Windmill geht an TCG. Genau, und jetzt haben wir quasi eine Ausgleichsfunktion, weil Sensortix hier natürlich auch den Fullcap anstrebt. Und in der Mitte wird immer noch... Nein, wird nicht mehr gekämpft. Blau hat das für sich entschieden. Ja, Fake liegt dann noch auf dem Punkt selbst drauf. Gestompt inzwischen. Und ja, jetzt muss sich Kayun entscheiden, was er wirklich machen will. Soll er so ein bisschen auf dem Close Point oder auf dem gecappten Farpoint eigentlich stehen bleiben oder halt beim Close Point beim Engage aushelfen? Druck auf die Mitte ausüben kann er eigentlich als Bunker gar nicht so wirklich. Trotzdem bleibt er noch ein bisschen hier. Hat jetzt Sensortix und Chosen Sin bei sich. Probieren sie da ein Engage tatsächlich auf Denshi? Es sieht so aus. Ja, das könnte für sie auch gar nicht so schlecht ausgehen, weil Denshi ist jetzt hier gefährlich low gegangen, musste schon die Mistform zünden, die sich übrigens schon sehr gut ausbezahlt hat. Ja, tatsächlich. Und mehr als Cleansing Fire, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Gegen Mesmadeep ist das natürlich immer eine gute Wahl. Vor allem, weil er jetzt immer das Spike-Target ist in letzter Zeit. Der Decap ist immerhin durchgekommen übrigens, eben durch die Mistform wurde sehr, sehr viel am Cap verloren. Und jetzt scheinen wir hier in so einen kleinen Urzustand zurückzuverfallen, wo Kayun und Tage sich als Bunker Guardians gegenseitig so ein bisschen tätscheln, aber irgendwie wissen beide, dass da nicht sonderlich viel passiert, bis zu dem Moment, wo Denshi wieder reinkommt. Hier wird sich auch wieder über Lex beschwert im Chat und ja, man sieht die Mitte immer noch neutral, Chosen, so wie Kayun sind gegen Tage und Denshi hier, aber... Oh, wir haben Wetterige ja, Mord unten an den Menschen. Und da probiert Sizer und Hellseth tatsächlich zusammen den Elementalist down zu bekommen. Es ist ihnen geglückt, der Punkt ist gekappt für Boon. Das heißt, auch hier wird Venturi wahrscheinlich gleich probieren, mit einer Vapor-Form so ein paar Pünktchen rauszuholen. Wobei braucht er nicht, weil Sizer ihn nur down damaged. Ja, wenn er nur down gedamaged wird, ja, dann lohnt es sich tatsächlich nicht. Lohnt es sich wirklich nicht. Ja, auf der anderen Seite Chosen Sin mit dem Decap-Versuch und es scheiterte, glaube ich, nur an einem einzigen Tick gerade eben, der Taxby hier schnell genug zum Close-Point rotiert ist, wurde der Versuch aufwendet und so langsam, aber sicher, sieht das so aus, als geht das Ganze Richtung TCG, weil, oder was heißt so langsam? Die Mitte ist,
Aber der Die Vorsprung Mitte ist auch wächst halt. ziemlich unter Druck, also Hasef damaged hier den Guardian, der schon auf der Hälfte des Prozente sind. Chosen versucht jetzt hier reinzugehen, Hasef zu bursten und natürlich so ein bisschen ein Passive Play zu bringen. Ja, und Sinsatix wird dem Spaß jetzt einmal dazu joinen. Aber Kayun immer noch gefährlich low. Sinsotix hat generell scheinbar sehr, sehr viele Probleme in diesen Matchups. Liegt sehr, sehr schnell und beschwert sich auch inzwischen am meisten so ein bisschen über Lags. Es wird jetzt probiert von Boon hier die Wind mitzudecappen. Das ist gelungen. Tax bezieht sich hier mit Lickshire erst raus, aber Tage ist auf dem Punkt, um zumindest den Cap zu verhindern. Und in der Mitte haben wir Kayun tatsächlich gegen den Pantran, gegen Syzer und Hellseth hier in einem 1 gegen 1. Probiert jetzt einfach auch hier nur den Punkt Neutral zu halten, Ja, denn da wird er jetzt tatsächlich auch haben wir langsam alle down gehen. Punkte neutral. Bis gerade Ja. eben. Denji hat die Menschen zurückgeholt für TCG. Und nutzt das Fiery Greatsword, um gleich wieder einem Kampf beizuwohnen. Mitte, um die muss er sich gar nicht kümmern. Da liegt Kayun gerade down. Und Sai setzt zum Stomp an. Das heißt, Fa ist jetzt der Punkt, der engaged werden soll. So ein bisschen von Denji. Fake versucht jetzt noch in die Mitte reinzukommen, die dann wahrscheinlich nochmal neutral zu halten. Sensotix hat sich in die Mitte geportelt, kann also den Punkt hier weiter neutral halten, aber in der Zwischenzeit ist auf der Windmühle auch schon einmal der Punkt eher in Favor für TCG gegangen, weil sie diesen jetzt natürlich auch decapped haben. Chosen ist im Downstate, wird ja auch wahrscheinlich nicht mehr hochgeretzt von seinen Teammates, weil er schon sehr, sehr viel Damage gefressen hat und ja, wieder ein Mann weniger im Teamfight. Das sieht nicht gut aus für Das ist Boon. überhaupt so ein Ding, das sich aktuell durch das Spiel halt wirklich durchzieht von Boon. Auf Dass sie jeden meist mit Fall. einer Person in Unterzahl spielen. Sinsotix hier auch gerade wieder mit Problemen. Hat da Denji an den Hacken. Sizer ist auch gleich wieder kurz davor, der Windmill zu joinen. Und das sieht so allgemein nicht gut aus. Oh, ich glaube, ich weiß gerade sogar, woran es liegt, dass man die Charaktere nie sieht. Ah, tatsächlich. Bei mir hat sich die Grafik runtergestellt auf am niedrigsten bei den Charaktermodellen und am niedrigsten scheint Okay. tatsächlich unsichtbar zu sein. Ergibt wohl an höchster Stelle tatsächlich Sinn. Setzotix hier am Clock Tower gegen Sizer down, portet sich dann noch einmal, um den Stomp zu entgehen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, aus der Position generell bei Kylo einen Rückstand von über 100, 200 Punkten wieder wettzumachen, das ist halt extrem schwierig. Vor allem, Ja. wenn TCG permanent einen Punkt gecapped hält und permanent einen Neutral. Wir haben Kayun unten wieder down. Wir haben, glaube ich, auch eine Battle Standard von Fake gesehen, die aber von der Reichweite für Kayun durch den Höhenunterschied tatsächlich nicht gereicht hat. Genau, die Reichweite hat im Prinzip geschimmt, aber er lag unter dem Clock Tower und da hat das Da Banner klappt dann das nicht nicht mit mehr dem Banner? gezündet. Das klappt nicht. Mit dem Spirit klappt es aber. Ich kann von Mit dem unten mit dem Spirit, Spirit Leute ja, oben mit dem resen. Spirit klappt's, weil er auch eine andere Funktion hat, weil der quasi so eine runde Funktion Ah, komplett um okay. sich selbst hat und diese Battle Standard wirklich nur auf den Punkt, den du quasi anzielst. Ah, okay, cool. Lerne ich auch was bei den Shoutcasts. Fake jetzt gerade hier oben, ne, hier unten an der Menschen wieder gemoort. Er konnte sich da relativ gut rausretten, aber fehlte natürlich in der Zeit beim Kampf auf dem Punkt selbst. Und das bezahlt halt so ein bisschen Kayun mit seinem Leben, der Offpoint gestorben ist. Der wird auch die Menschen jetzt gecapped, ohne dass Fake da wirklich draufkommen kann. Er kommt drauf, aber tatsächlich auf einen gecappten Punkt und das im Downstate. Da hilft dann alles nicht mehr. Man sieht hier wirklich, wie Boon jetzt das komplette Match im Prinzip nicht mehr wirklich ins Spielen kommt. Man sieht hier die altbekannte, wie habt ihr sie nochmal genannt, die Predator Strategie von E-Sporten. Pizza Predator Esports, genau. Ist natürlich mit Mesmer Deep, die beide komplette Glass-Cannons sind, nicht so wirklich gut. Wenn man ein Setup spielt wie Pizza with Nutella, dann wäre da natürlich um einiges mehr drin. Wir haben in der Mitte tatsächlich Sizer gedownt bekommen und Sinsotix, der gerade daran gerallied ist. Das heißt, immer so ein kleines Aufbäumen in der Mitte. Sie haben ihren Close Point. Sie haben die Mitte neutral und sie hatten immerhin kurzzeitig Sizer down. Das Aufbäumen kommt aber so ein bisschen zu spät. Wir sind eigentlich schon über die Phase, in der TCG normalerweise einbricht, hinaus. Und demnach sind die Hoffnung gerade nicht sonderlich hoch für Boon. Ah, unten wird es aber nochmal mit Decap probiert. Chosen Sin hat es nicht ganz geschafft und jetzt steht Denji wieder auf dem Punkt drauf. Oh! Hat Auch er den sehr Decap schön jetzt bekommen? die. Er hat den Decap bekommen. Warum? Hat Denji irgendwas benutzt, was sich unverwundbar macht? Wahrscheinlich die Mistform, oder? Nee, die war schon länger Nee, auf Cooldown. tatsächlich nicht. Auf jeden Fall wurde er jetzt gemoort hier von Sinsotix. Und tatsächlich sind alle Punkte neutral.
Denshi ein bisschen im Problem. Sizer in dem droppt da auch schon wieder in der Mitte, nee, hier auch auf dem Punkt in den Downstate. Und es sieht tatsächlich so aus, als könnte Boone hier zumindest zum Ende hin nochmal ein bisschen aufdrehen und ein paar Punkte zumindest gut machen. Sizer ist down, Sensotics nutzt einen Portless Stomp, um ihn hier aus dem Weg zu räumen. Und lässt ist es dann schon wieder Zeit Punkt. Für TCG einzubrechen, oder was ist hier los? Ich sagte ja gerade, über den Zeitpunkt sind wir eigentlich schon hinaus. Und es sind jetzt auch nur noch 2 Minuten 30 auf der Uhr. Selbst mit einem 3-Cap würde es schwer werden, diesen Punkt das stimmt natürlich. Aufzuholen. Kann man es mit einem Double-Cap? Ich bin gerade am überlegen, das ist da genau die Zahl. 120, 2 Minuten unter 30 wären 240. Doch, das würde 240. Tatsächlich reichen. Mit einem Double-Cap, der konstant gehalten wird, ohne dass TCG Punkte bekommt, dann, und, würde es reichen. Ja. Und dann müssen sie aber einen Punkt komplett neutral halten, so wie dann natürlich auch kaum Kills zulassen. Nein, das war Bullshit. 120, nein, es sind 120 Punkte plus 20, 140, nicht 240. Okay, ja, dann geht's nicht mehr, nein. Tatsächlich nicht. Ja, aber man muss ja sagen, dass Boone sich zumindest gerade mit einem Comeback halbwegs noch wieder reinbringt. Die versuchen auf jeden Fall hier noch was zu machen. Ist das jetzt wirklich schon so TCG in, ach, wir können das sowieso nicht mehr verlieren, also geben wir jetzt nicht mehr 100%? Oder? Wer weiß. Wo kommt jetzt das Aufbäumen her? Sizer geht hier erneut down. Das ist das dritte Mal innerhalb von anderthalb Minuten, dass er hier den Downstate geht und zum dritten Mal auch tatsächlich gestompt wird. Also es sieht so ein bisschen so aus, als hätten sie wirklich dieses Wissen, okay, punktetechnisch, zeittechnisch kann uns nichts mehr passieren. Jetzt lassen wir ein bisschen nach. In der Mitte jetzt der Mist vom Stomp gegen Kayun. Der zumindest ist durch, aber steht auch wieder Fake auf dem Punkt. Also auch hier erstmal kein neuer Punkt in Kampf für TCG. Und wie gesagt, Boone spielt eigentlich auf verlorenen Posten. Sie können es nicht drehen. Erst recht nicht mit diesem einzelnen Cap. Nein. Da hier auf der Map natürlich auch kein Lord, keine Creatures oder sonstiges sind, die Punkte bringen, kann Boone hier leider nicht mehr reinkommen. Eine Minute, selbst mit einem Triple Cap, wäre das jetzt mehr als schwierig. Ja. Da noch die jeweiligen Punkte zu kriegen. Und da Veltari ist jetzt auch Fake im Downstate. Veltari holt sich jetzt die Menschen. Also wir haben den Double Cap. Und Fake ist... Aber Chosen Sin steht auch auf dem Punkt. Kayun ist da. Kayun probiert auch nochmal einen Rest anzusetzen. Kriegen sie da Fake tatsächlich aus dem Downstate nochmal hoch? Nein. Aber der Punkt ist neutral. Gesund. Aber der Punkt ist immer noch neutral. Aber 30 Sekunden selbst mit einem Triple Cap ist jetzt leider Ende. Ja, tatsächlich, also das schönes Aufbäumen nochmal von Boone. Auf jeden Fall, aber und ich frag mich leider wirklich, reicht es nicht. Ist das bei TCG einfach diese Sicherheit, dass wir eh gewonnen haben? Oder haben sie da geschwächelt? Man weiß es wirklich nie bei TCG. Sie fühlen sich natürlich immer sehr, sehr überlegen, sehr, sehr überheblich auch, was ihnen manchmal auch das Genick brechen kann. Aber in so einer Situation können sie dann natürlich quasi ihr inneres Dasein quasi freien Lauf lassen. Es ist tatsächlich schade für Boone, die halt wirklich zum Ende nochmal dieses Comeback gestartet haben. 5 Minuten länger auf der Uhr und das wäre tatsächlich nochmal spannend geworden. Aber ja, so ist es nun mal. Ein Match geht nur 15 Minuten, keine Sekunde länger. Und Zeitmanagement gehört halt so ein bisschen mit dazu zu Guild Wars. Auf jeden Fall. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir ein spannendes erstes...